Ja, willkommen zu unserem neuesten Video. Hier geht es um eine iPhone 7 Plus Reparatur, und zwar die Kameraglasreparatur. Dazu haben wir dieses Ersatzteil und dieses kaputte iPhone 7 Plus Glas. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich versuche mal so ein bisschen hin und her zu halten. Dann könnt ihr sehen, das Glas hat einen Sprung, leider an einer ungünstigen Stelle, denn dadurch werden Schatten geworfen. In der Aufnahme, und somit ist also hier geboten, dass das Glas ausgetauscht wird. Wir haben da ein paar Probleme beim Austausch, das seht ihr aber dann beim Video. Am besten schaut euch das Video einfach mal an und schaut doch mal, wie wir da zurechtkommen. Ja, hoch motiviert würde ich sagen, gehen wir jetzt mal dem Glas an den Kragen. Das muss ich allerdings feststellen, obwohl ich das jetzt hier schon längere Zeit erhitzt habe auf unserer Heizplatte, dass ich ohne den schwarzen Rahmen zu beschädigen oder das gesamte Gehäuse zu beschädigen, hier irgendwie keinen Erfolg habe. Also ich versuche jetzt hier mit dem wirklich sehr dünnen Eishesmo unter das Glas zu kommen und rutscht andauernd ab, und das geht mir also so richtig auf die, ihr wisst schon, was ich meine. Nehme jetzt noch mal ein anderes Eishesmo, bisschen stabiler, bisschen dünner. Ich komme aber, obwohl ich hier das so schön warm gemacht habe, einfach nicht unter dieses Glas. Man könnte sicherlich jetzt hier mit einem Schraubenzieher fester agieren oder draufschlagen oder wie auch immer. Aber das ist mir natürlich persönlich viel zu gefährlich. Wir reden hier gerade von einem 700-Euro-Telefon. Und da möchte ich natürlich auf jeden Fall vermeiden, dass wir das hier beschädigen. Ich habe zwar dem Kunden jetzt in dem Fall mitgeteilt, dass wir, falls Kratzer bei der Reparatur entstehen können, dafür keine Haftung übernehmen wollen. Aber es kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier das Gehäuse beschädigen, nur um dieses blöde Glas rauszukriegen. Ich habe andere Reparaturen gesehen, da ist das etwas einfacher. Da ist das Glas so beschädigt, dass man da mit einer feinen Zange oder ähnliches schon mal auf jeden Fall schon mal drunter kommt. Und dann hat man was zu packen. Hier finde ich irgendwie überhaupt keinen Ansatz. Ich denke jetzt auch, geh mal mit der Zange, aber nein, das ist ja blöd. Mann, da kann ich ja nur das Gehäuse verkratzen. Jetzt probiere ich nochmal mit dem Schraubenzieher. Kriege aber auch keinen richtigen Hebel. Also das ist Käse, und das stellen wir an dieser Stelle ein. Aus meiner Sicht machen wir jetzt, gibt es keine bessere Lösung als die, die wir jetzt machen. Wir werden jetzt das iPhone 7 Plus öffnen und das Glas von hinten rausdrücken, um dann die Reparatur ordentlich sauber durchführen zu können, ohne den Rahmen oder das Gehäuse zu beschädigen. Bevor wir das iPhone öffnen, müssen wir es natürlich erwärmen. Hier packen wir es auf unsere Heizplatte. Seit dem iPhone 6s sind die ja ganz gut verklebt, deswegen ist auf jeden Fall angeraten, das Telefon vorher warm zu machen. Die meisten werden ja keine Heizplatte zu Hause haben. Da könnt ihr auch den handelsüblichen Föhn benutzen. Ihr müsst halt nur darauf achten, dass es wirklich rundum schön erwärmt ist. Dann habt ihr also auch die Möglichkeit, den Kleber zu lösen und es dann leichter aufzuklappen. Als erstes entfernen wir die beiden Displayschrauben. Ihr solltet natürlich das passende Werkzeug parat haben. Erstmalig eingeführt mit dem iPhone 7 benötigen wir im Inneren des Telefons den Tri-Wing-Schraubenzieher. Den müsst ihr euch vorher besorgen, sonst könnt ihr die Reparatur nicht sinnvoll starten. Denn die Deckelchen, die wir gleich entfernen müssen, müssen mit dem Tri-Wing-Schraubenzieher geschraubt werden.
Ja, wie ihr gesehen habt, bin ich jetzt ganz vorsichtig mit dem iSESMO im unteren Bereich an der fürs iPhone üblichen Stelle reingegangen und habe es dann leicht angehoben. Bis jetzt hat jedes iPhone an dieser Stelle eine extra kleine Markierung, beziehungsweise da ist der Rahmen verjüngt und dort kommt ihr mit einem spitzen Gegenstand gut rein, idealerweise mit einem iSESMO, so wie wir es jetzt hier haben, weil der halt in der Metallausfertigung sehr dünn ist. Speziell bei diesem iPhone hier in Schwarz müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr den Rahmen nicht verkratzt. Das ist sehr empfindlich. Deswegen habe ich jetzt hier auch weitere Maßnahmen zum Öffnen mit diesem Plastiktool gemacht. Wie ihr seht, ist mir das Telefon jetzt hier auch angegangen. Da erscheint die Temperaturwarnung. Ist ja auch richtig, wir erhitzen so ein Telefon, um es zu öffnen, auf 60 Grad. Da darf es natürlich gerne mal rebellieren. Aber das ist jetzt nicht weiter tragisch. Ich mache es einfach aus und dann können wir weiter beginnen. Ja, der Unterschied zu den anderen iPhone-Modellen ist ja bei dem 7er auch erstmalig, dass das Display oberhalb unter den Rahmen geschoben wurde. Da müsst ihr natürlich auch jetzt hier besonders darauf achten, dass wir erstmal das Display ein wenig nach unten verschieben. Das ist allerdings etwas schwierig, da ja auch im oberen Bereich der Kleber ziemlich fest sitzt. Ich habe jetzt versucht, da mit der Zange an den Kleber zu kommen, ist mir nicht gelungen. Jetzt nehme ich dieses Plastiktool und öffne oder beziehungsweise verschiebe das Display mit einer leichten Hebelwirkung. Das hat den Vorteil, dass wir ohne großen Kraftaufwand, ohne groß andere Bauteile zu beschädigen, das Display nach unten verschieben können. Ihr seht, da ist jetzt der Kleber, wunderbar, den schnappen wir uns direkt mit der Zange. Dann durch, dass wir den dann abziehen, damit haben wir dann einen Weg frei, um das Display aufzuklappen. Ja, da hier die Display-Flexkabel seitlich angebracht ist, beziehungsweise sind, ist hier besonders Vorsicht walten zu lassen. Die Kabel sind aber lang genug, um tatsächlich es ganz aufklappen zu können. Und nachdem wir es jetzt aufgeklappt haben, ist natürlich das Erste, und das solltet ihr immer machen, als Erstes die Stromverbindung kappen. Ja, als Erstes schraube ich jetzt den Akkudeckel ab. Hier ist auch schon der Einsatz des Three-Rings-Schraubenziehers notwendig. Ich selber kann mir nicht so richtig erklären, warum die jetzt unbedingt mit diesen neuen Schrauben arbeiten müssen. Mir ist halt beim Schrauben aufgefallen, dass die weniger Umdrehungen brauchen, um rein oder raus geschraubt zu werden. Eventuell gibt das ja ein paar Hundertstel Sekunden auf das ganze Telefon bei der Montage. Vielleicht sind die Roboter ja schneller. Dann habt ihr jetzt gesehen, ich habe da ein blaues Armband an. Das ist dient zur Antistatik. Ihr müsst natürlich immer gucken oder möglichst gucken, dass ihr geerdet seid. Wir haben jetzt hier eine doppelte Sicherung, einmal durch die Handschuhe. Dadurch sind wir also auch ganz gut geschützt, dass wir da kein Strom übertragen, aber parallel dazu achten wir immer über so ein ESD-Armband darauf, dass wir auch geerdet sind. Denn gerade hier im Displaybereich ist es so, dass die Stromversorgung der Hintergrundbeleuchtung der Bereich ist, der am meisten Strom zieht und damit auch da am leichtesten Kurzschlüsse entstehen können. Deswegen ist auch wichtig, dass ihr immer das Telefon ausmacht. Jetzt habe ich als Erstes den Akku getrennt und trenne jetzt die beiden Flexkabel der Displayeinheit und werde dann jetzt zuletzt das Kameraflex im oberen Bereich trennen. Auch hier kommt der Three-Wing-Schraubenzieher wieder zum Einsatz.
bei der Gelegenheit nochmal ein Hinweis zur Reparatursorgfalt. Bitte achtet darauf, dass die Schrauben, die ihr ausschraubt, nachher auch immer wieder in die gleiche Schraubverbindung kommen. Denn wir haben öfter das Problem, dass Schrauben unterschiedlich groß oder lang sind. Und wenn man die an der falschen Stelle einschraubt, dann kann es zu dem sogenannten Long Screw Damage kommen. Den könnt ihr vermeiden, indem ihr euch die Schrauben ordentlich sortiert. Nachdem ich jetzt den Deckel entfernt habe, konnten wir jetzt das Display entfernen. Hier haben wir jetzt das Kameraflex entfernt. Auch da nochmal der Hinweis, bitte diese ganzen Stecker. Ja, jetzt wurde mal vom Telefon unterbrochen. Was ich sagen wollte, ist, dass ihr bitte die Flexverbindungen nur mit einem Plastikteil trennt. Nicht mit einer Zange oder einem Schraubenzieher, weil da könnt ihr erstens Kurzschlüsse erzeugen und zweitens könnt ihr die Bauteile, die sich um die Steckverbindungen befinden, beschädigen. Da sind oftmals kleinere Filter oder Bausteine aufgelötet, die sind natürlich sehr empfindlich. Da dürft ihr auf keinen Fall mit Metall drankommen, dann habt ihr die schnell entfernt und dann funktioniert natürlich das ganze Telefon nicht mehr. Aber auch mit dem Plastikteil müsst ihr besonders Acht geben. Das ist aber, denke ich mal, die sicherste Methode, die Steckerchen zu entfernen. Ja, wir wollen ja hier das Kameraglas entfernen und wir hatten ja keinen Erfolg dabei, es von außen zu entfernen. Ich bin da jetzt lieber auf Nummer sicher gegangen. Ich denke mal, manche, die dann vielleicht etwas rabiater da dran gehen, haben vielleicht auch schon Erfolg, dann das Kameraglas da so zu entfernen, dass man von außen dran kommt. Mir ging jetzt aber die Sicherheit vor, dass wir also erstens bei diesem besonders empfindlichen Gehäuse den schwarzen Rahmen nicht beschädigen und zweitens, dass wir die Kameras auch darunter nicht beschädigen. Deswegen holen wir jetzt sicherheitshalber die Kameras raus. Wie ihr seht, das sind ja zwei, die jeweils auch wieder mit einer Steckerverbindung befestigt sind. Die lösen wir auch vorsichtig. Ich bin da mal sehr vorsichtig und achte halt, wie gesagt, auf die Bauteile links und rechts. Und wenn wir die gelöst haben, dann können wir die beiden Kameras, die sich in einem kleinen Gehäuse befinden, nach oben rausziehen. So, da haben wir die Kamera in der Hand. Ich zeige euch die mal näher. Kleinen Moment. So schaut sie also aus. Die befindet sich nochmal in einem Metallrahmen. Beide Kameras sind also sicher da untergebracht. Also von daher kann man die als Einbauteil entfernen. Bitte da auch vorsichtig sein. Die Kameragläser sind sehr empfindlich. Also hier auch nicht mit Werkzeug oder ähnlichem reinstechen. Nachdem wir das Telefon wieder erhitzt haben, versuche ich jetzt erstmal den gesamten Rahmen mit Glas rauszudrücken, weil wir haben ein Ersatzteil mit Rahmen, nicht nur das Glas. Ich stelle aber jetzt hier fest, dass das so dermaßen fest da drin sitzt und ich nach wie vor hier zu bedenken geben möchte, dass wir hier ein iPhone in der schönen Farbe Schwarz haben. Sprich sehr kratzempfindlich, dass ich also dieses Vorhaben, den Rahmen mit rauszudrücken, aufgeben werde. Also ich werde mich jetzt um das Glas kümmern, was natürlich jetzt auch super komfortabel ist. Ich kann nämlich jetzt von hinten einfach das Glas rausdrücken und habe damit einen schönen Angriffspunkt und muss keine Angst haben, dass ich dieses schöne Gehäuse beschädige. Da habe ich den Rahmen jetzt in der Hand, um den es jetzt hier geht. Ich kenne das ähnlich vom iPhone 6, aber da ist natürlich nur eine Kamera drin und der lässt sich eigentlich von hinten sehr einfach rausdrücken. Entferne jetzt hier nochmal so kleine Schaumstoffpads, um
weiter zu versuchen, diesen Rahmen da rauszubekommen, mehr Druck auszuüben, aber ich werde sehen, dass ich damit keinen Erfolg habe und werde dann im Grunde genommen gleich auch an der Stelle aufgeben und mich ausschließlich um das Glas kümmern. So, jetzt habe ich keine Lust mehr. Das Ding geht und geht nicht raus. Die Gefahr, den Rahmen zu verbiegen, das Gehäuse zu verbiegen, ist alles viel zu groß. Also drücke ich jetzt einfach das Glas raus. Habe jetzt dadurch natürlich eine wunderschöne Möglichkeit, das Glas hier einzeln zu entfernen und mache mich daran, das Glas zu entfernen. Muss allerdings feststellen, das hatte ich ja so auch zum ersten Mal hier, dass dieses Glas mit einer sehr festen Klebemasse, so Epoxidharz ähnliche Masse, sehr fest, also richtig harter Kleber eingeklebt ist. Und finde das also sehr mühevoll, dieses Glas hier Stück für Stück zu entfernen. Zwischendurch lege ich das Gehäuse immer wieder auf die Heizplatte und drücke es jetzt auch noch mal raus mit dem Plastikteil und gehe jetzt mit einem Schlitzschraubenzieher mit so einem kleinen darunter und versuche vorsichtig, ohne Kratzer, weitere Kratzer hier im Gehäuse zu machen, das Glas zu entfernen. Ich habe euch das mal ein bisschen beschleunigt, wie ihr gesehen habt. Also es ist wirklich eine Sisyphusarbeit. Da braucht ihr ein bisschen Geduld. Müsst Vorsicht walten lassen, damit ihr dann nicht die restlichen Komponenten beschädigt. Aber wie ihr seht, mit ein bisschen Geduld geht es dann. Jetzt ist es so, dass wir hier doch einiges an Kleberückstände haben. Wie gesagt, es ist so ein ganz harter Epoxidhart-ähnlicher Kleber, kenne ich gar nicht so von Apple, aber auch der kann sicherlich unserem Kleberentferner nicht widerstehen. Und das probieren wir jetzt auch mal. Wir haben ja hier so einen speziellen Kleberentferner, den könnt ihr bei uns kaufen, wenn ihr ihn braucht. Der hat bis jetzt schon jeden Kleber klein gekriegt. Auch in dem Fall gucken wir mal. Ich lasse es hier ein bisschen einwirken und dann gehe ich mit kleinen Hin- und Herbewegungen
mit meinem Schraubenzieher ran an den Kleber und wie ich dann festgestellt habe, wow, klappt wunderbar. Unser Kleberentferner hält, was er verspricht. Ja, ihr solltet natürlich hier so gründlich wie möglich vorgehen, den Kleber möglichst rückstandsfrei entfernen. Dann haben wir die hervorragende Voraussetzung dafür, dass wir das neue Glas dann da eingeklebt bekommen. Da bitte sehr penibel sein. Ich selber nehme jetzt auch nochmal ein Lupenglas zur Hilfe, um wirklich sicherzustellen, dass auch alles entfernt ist. Denn wir wollen nachher das neue Glas einfach von oben wieder einkleben, ohne das Gehäuse nochmal öffnen zu müssen. Und somit sollten wir natürlich sicher gehen, dass alles tatsächlich auch schön sauber ist. Ja, da wir nur das Glas gerade nicht da haben, baue ich jetzt erstmal das iPhone wieder zurück. In der umgekehrten Reihenfolge, wie wir es zusammengebaut haben. Ich denke mal, es sollte kein Problem sein. Guckt euch das einfach mal an. Ich lasse auch ein bisschen schneller laufen, damit ihr keine Langeweile bekommt. Sobald dann von unserem Großhändler das Glas geschickt wird, werden wir es einfach da von außen einkleben. Das ist ja, denke ich mal, für jeden machbar und muss jetzt hier nicht extra dokumentiert werden. Ich denke mal, mit dem Video haben wir jetzt das Wichtigste erstmal gezeigt. Kleiner Hinweis nochmal zu den Steckerverbindungen. Ihr müsst unbedingt darauf achten, dass der Stecker immer spürbar und hörbar einrastet. Sollte das nicht der Fall sein, dann an der Stelle den Stecker wieder abmachen. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier das Problem mehrfach, dass ich das Gefühl habe, der steckt nicht richtig. Dann ist der auch irgendwie so an einer Seite so ein bisschen angehoben. Ist aber auch kein Problem. Ruhe bewahren, nicht zu feste draufdrücken. Ich gehe jetzt hin und biege mir den ein ganz kleines Stück zurück und dadurch bin ich in der Lage, den Stecker einwandfrei aufzudrücken. Ja, nachdem ich dann die Verbindung alle gesteckt habe, klappe ich es erstmal zusammen und mache dann einen Funktionstest. Den seht ihr jetzt hier nicht im Video, hat aber alles wunderbar funktioniert. Wenn dann alles funktioniert, dann können wir hingehen und die letzten Deckel auch wieder aufschrauben.
um das Telefon dann auch wieder schließen zu können. Ja, jetzt habt ihr so weit alles gesehen. Ich baue jetzt das Telefon wieder zusammen, mache dem Kunden zum Übergang einen Tesafilm drauf. Sobald das Glas dann da ist, kleben wir es ihn einfach ein. Dadurch, dass wir alles schön gereinigt haben, sollte es kein Problem sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen oder vor allen Dingen geholfen bei eurer Reparatur. Solltet ihr noch Fragen haben, dürft ihr die natürlich gerne stellen unten in den Kommentaren. Daumen hoch oder Kanalabo freut uns auch immer wieder. Dann würde ich sagen, alles Gute und bis zum nächsten Mal.